Ja, hallo Leute und willkommen zurück bei Let's Play Tales of Vesperia. Ja, wir befinden uns ja immer noch in der Stadt Aspio und wollen natürlich das einlösen, was Yuri sich vorgenommen hat. Und zwar Mordio finden und ihm eine Tracht Prügel verpassen. Ja, dazu müssen wir aber erstmal Mordios Haus ausfindig machen. Zuallererst schauen wir uns aber die Sequenz viele Bücher mal an. This city sure has a lot of books. I'm not really too crazy about reading, and I have a hard time sleeping in this place. Yeah. You seem like you're too jittery to sit still and look at something for too long. You're one to talk. Hey, what happened to Estelle? She's been over there reading books ever since we got here. Estelle, time to get going. Once she starts reading, you can't pull her away. Huh? Did you say something? This seems to be literature from an ancient civilization. She's not even listening. Ja, man merkt, also sie liest irgendwie so Bücher und ist hier voll in ihrem Element, kann man so sagen, im Endeffekt. So, schauen wir mal, dass wir vorankommen. So, hier geht's raus. Okay, also soweit wir die Info haben, befindet sich Mordios Haus irgendwo so in östlicher Richtung. Das heißt, die einzige mögliche Richtung wäre die hier. Ah ne, so viel zum Thema östliche Richtung, ja. Nee, ich hab die. Genau, hier lang. Ich hab nämlich die falsche Weggabelung genommen. So, hier sind wir richtig. Gucken wir, ist hier irgendwas drin? Nee, können wir gar nicht in die Ecke. Okay, dann gehen wir mal rein. Keep out. Seriously. Mordio. I guess this is the place. I think people usually try knocking first. Looks like no one's home. What should we do? No point in hesitating when you're heading into a den of thieves. No, I don't want us to commit any more crimes. I guess that means it's my turn then. What? Your turn? We shouldn't do that either. Nothing to it. Wait for me! Please, wait! Why does he always do that? This is crazy! Who could live in a place like this? You can pretty much live anywhere you can eat and sleep if you set your mind to it. Yuri, don't you have something to say first? Hello? We're coming in. And the door? Carol here, open your door. Sorry about that. Honestly, Yuri. Excuse us. Is anyone home? It's a good thing no one's here. That means we get to look for evidence. Die Frau hat sie wirklich nicht mehr alle. So, wie sollen wir denn sonst reinkommen, wenn wir überhaupt nichts machen können? Na gut, hier sind einige Sachen, die wir untersuchen können. Ein Blastier-Modell ist das. Gut, sprich, wenn er sich für sowas interessiert, dann ist es ja wohl klar, wer das dann auch ja, entsprechend dann die Blastier immer gestohlen hat. Also das ist ein Modell der Grand Blastier, von uns aber nicht so wirklich. Okay. Ja, das hat sie bestimmt. Das wurde bestimmt im Buch gelesen. So, was haben wir denn hier noch Schönes? So, das ist eine Blastier-Formel. Das ist doch nicht ihr Ernst. Die werden immer noch jetzt die ganze Zeit an der Tür stehen bleiben und gar nicht reinkommen. Na gut, die Gesetze kennt sie ja bestimmt schon mal. Das ist schon mal sehr, sehr positiv. Naja, ob das jetzt für die Allgemeinheit gilt, dass Leute mit schlechter Handschrift dann ein gutes Herz haben, na, ich weiß es nicht.
Also ist definitiv, wie gesagt, die Formel, aber wir wissen immer noch nicht, was das für eine Formel ist, okay. Also es ist ein magischer Kreis, in dem Feuer eingesetzt wird, aber ja, wozu soll das denn gut sein, ist die Frage. Gut, hier sind wir auch nicht mehr so schlauer als vorher. Okay, dann versuchen wir uns unser Glück in diesem ganzen Stapel von Büchern. Tricks like that. Why'd you bother skipping town back in Zophius? Huh? Skipping town? Why would I need to skip town? For stealing the core of a Blastia from the lower quarter in the capital. What else? What? You're calling me a thief. Have you ever heard of common sense? Sure. So you break into a home, call the owner a thief, and wave a sword in their face. What the hell kind of sense is that? Hey, dog! You stay back, you dog! And you, kid, give him back! What do you mean? The Blastia, give him back to me! What's with you? My name is Estelise. We're terribly sorry for barging in on you like this. Yuri, Carol, you too. Sorry. So, what do you want? Well, you see, Yuri has followed a Blastia thief here all the way from the Imperial Capital. And? And that Blastia thief wore a cape, was short, and their name was Mordio. So? Well, Mordio is certainly my name. Rita Mordio, to be exact. And the height matches up, too! What do you have to say for yourself? I told you, I have no idea what you're... Oh, I hadn't thought of that. Follow me. What? Maybe you didn't hear me. We're not finished here. Just follow me, would you? There's talk that some thieves have turned up in the Shykos ruins. Thieves? Are you sure about that? It came from an Imperial Knight who asked me for help. It should be trustworthy. Do you think that Knight might have been Flynn? It's gotta be. Looks like she shot him down, though. Hey, remember what that guy outside said about someone vandalizing the ruins? Which means the thief who stole the Blastia core could be there. Maybe. Finished chatting? Let's go. All right, but don't even think of making a break for it. You don't have to come. If you want, I'll just call the guards. Why don't we give it a try? It sounds like Flynn might even be there. It's up to you. Go to jail, make a run for it, or follow me. Pick one. Okay, okay. We'll go with you. The Shykos ruins are even further to the east, once you leave the city. Okay, im Großen und Ganzen ist das Rita Mordio, die wir jetzt kennengelernt haben, eine etwas sehr seltsame Begegnung, aber passt schon. Also sie hat sich jetzt uns angeschlossen. Wir sollen alle jetzt zu den Ruinen von Shykos hingehen, denn angeblich sollen dort Diebe aufgetaucht worden sein, die eventuell verantwortlich sind für den ganzen Mist hier. So, wir gucken uns aber noch die Sequenz Rita mal an. Rita's a little scary, huh? Really? She's about what I'd expect. Seems like she's in a crappy mood, too. That's because you broke into her house, Yuri. I don't exactly feel like being on my best behavior when I'm dealing with a core thief. What will you do if you're wrong about her? If I'm wrong, I'll apologize.
You'd better remember that when the time comes. Oh, were you listening? I just happened to overhear. So you think I'm scary, do you? Watch it, Carol. She's definitely the kind to hold a grudge. Hey! Don't scare me like that! Oje, oje. Naja, wenn sie nachtragend ist, könnte das mal Probleme bereiten für die Zukunft. Wenn einer irgendeine Scheiße baut, dann wird's lustig. So, checken wir mal. Gibt's hier irgendwas Interessantes? Ein Album. Okay, also das Buch aktualisiert sich von selbst. Da kann man ganz leicht alle gefundenen Objekte erfassen. Aha. Hört sich auch interessant an. Okay, wir haben ein Album hier mitgenommen. Ja, die meisten Seiten sind ja leer. Ja, ist ja klar, da muss man ja auch noch forschen. So. Noch irgendwas Interessantes hier, was wir so eventuell noch mitnehmen können? Nö, nicht wirklich. Was ist denn hier? Prüfen? Also Yuri geht immer noch davon aus, dass sie die Dieben ist von den ganzen Blast hier. Ja, guck da einfach in den Frauenkleiderschrank rein. Was für ein Typ. Oh oh. Das muss aber definitiv was Peinliches gewesen sein. Die Geheimnisse einer Frau, sagt er. Oh, 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 oh. Ja, ist der, sollte sich wirklich nachnehmen. Ach, jetzt hat Yuri hier den Salat. Okay. Und wir haben die nächste Sequenz. Sag einfach Estelle zu mir. Your name is Estelle's, right? Yes, but that's kind of long to say easily. Please call me Estelle. You look like some fancy noble Estelle's. Why are you with that jerk? Oh, I think that Yuri is a good person. And really, I don't mind if you call me Estelle. All right, Estelle's. She's tough. Ja, sie besteht darauf, sie Estelle's zu nennen. Und jetzt ist Yuri auch noch der Blödmann. Ja, ganz toll. Wir müssen uns mal wieder ausbaden. Okay. Da wir jetzt 5 Figuren in der Gruppe haben, werde ich einen kleinen Wechsel vornehmen. Ich werde Repeat austauschen gegen Rita. So, ich check noch mal kurz ihre Ausrüstung. Schärpe, brennendes Blut, Bronzereif. Nee, das ist schon gut. Umhang ist auch schon gut. Accessoires haben wir auch nicht. Okay, ist keine große Auswahl jetzt im Moment. Okay, dann können wir noch mal kurz wegen Kampfstrategie mal abchecken. Ja, bearbeiten können wir das ja immer noch so ein bisschen. Verteidigung, volle Attacke. Okay, Rita hat jetzt das übernommen, was die anderen jetzt auch so gemacht. Also was Repeat normalerweise gemacht hat. Ja, sonst nichts Besonderes ist am Start. Ich checke nur noch kurz ihre Art. Feuerball. Steinhagel. Ja, soweit ganz okay. Alles klar. Das ist jetzt auch nützlich, weil so ein paar Zaubersprüche sind schon auf jeden Fall sehr, sehr gut, wenn man jetzt mal gegen Gegner kämpft. Denn sonst, also wenn wir eine Repeat in der Gruppe haben, haben wir zwei Nahkämpfer. Ist auch an sich nicht schlecht, aber Zauber richten doch schon ein bisschen mehr Schaden an und entsprechend auch nützlich für uns im Ganzen. Okay, dann wollen wir auch direkt mal die Gelegenheit nutzen und ja, unsere neue Kampfgruppe mal austesten. I'm gonna make you work. Ist auch vorbei. Ja, ja, ist ja gut, Mensch. Die Viecher hatten aber auch schon einiges aus.
You want revenge? Bring it! Alles klar. Oh, Repeat hat sich aufgelevelt. Das ist ja auch wiederum das Gute, also dass trotzdem die Leute, die nicht mitkämpfen, sich aufleveln. So, wir haben die Sequenz Hundesprache. Repeat's getting really good at handling items, don't you think? Yeah, but I don't want to eat any gels that have been in a dog's mouth. He said, come on, don't be like that. If things go bad, take it. That's one big mouth he's... Wait a minute. Did he really say that? All I heard him do was bark. Stick around long enough and you'll figure him out. Right, Repeat? You look a little jealous, Rita. No way. Ja, die Yuri ist so eine alte Lavatasche, das hat Rupi niemals im Leben gesagt, aber der tut so, als würde er das ja verstehen. So, hier haben wir auch die Ruinen, aber bevor wir reingehen, wollen wir noch ein, zwei Kämpfe noch machen. Was ist eigentlich da hinten? Checken wir gleich ab. Oh man, alright. So, hier haben wir... Ja, den wollte ich eigentlich hier, genau. Ja, und der läuft schon wieder direkt weg. So. Die gehen ja alle auf mich drauf hier, die Arschgeigen. So. Yeah, I beat you into next week. Next week? But can you really? Never mind. Oh, I feel so powerful. So, Level Up Estelle. Ja, passt soweit. So, das... Was war das dann nochmal? Ich glaube... Checken wir das mal noch kurz ab. Ach genau, das waren die Leute, bei denen man, glaube ich, übernachten kann. Ja, warum nicht? Okay, das ist also eine Herberge. Eine Kutsche mit einer eingebauten Gaststätte. So, Rich und Karen. Ja, warum nicht? Wir ruhen uns mal aus. Gerne. So. Okay, das, was ich aber jetzt vergessen habe im Endeffekt, war ja, wo wir in Aspio waren, habe ich dann vergessen, ein paar Items zu kaufen. Das ist natürlich sehr, sehr blöd. Kann man ja immer eigentlich gebrauchen, aber gut. Ja, jetzt ist es schon zu spät. Ja, theoretisch kann ich ja nochmal zurücklaufen, aber gut, ist egal. Ist jetzt nicht so schlimm. Ja, komm, die nehme ich auch noch mit. Just go away! You want revenge? Bring it! Charge der hier einfach mit voller Körpergröße da in die Gruppe einfach rein, meine Güte. So, und gehen wir jetzt endlich mal rein. These are the Shy Coast ruins. So, Ruinen von Shy Coast. It looks like there aren't any Imperial Knights around. Prints are still fresh. There's a lot of them too. Which means it's either the knights, the thieves, or both. Some of these footprints must be Flynn's. Could be. Hey, over here, hurry up. I see. So first you get us alone in the dark, then you zap us, huh? Hmm. Zap. I like the way that sounds. Hey, what's that supposed to mean? Why are you smiling like that?
Let's try to get along now, okay? Yuri hat echt eine blühende Fantasie, ja, und Estelle hat auch nur Flynn im Kopf die ganze Zeit. Na gut, ich würde mal sagen, wir machen an dieser Stelle mal Stopp und werden in der nächsten Folge mal in Ruhe die Ruinen von Shaikors etwas näher untersuchen. Soweit danke ich euch fürs Zuschauen, Leute, und bis zum nächsten Mal.